Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen. Wir sind hier gerade bei der TV-Produktion von Zbitsch, dem Live-Fußball-Manager. Und heute gibt es die Revanche gegen Jürgen Klopp. Wir haben ja schon vor ein paar Tagen ein Video mit ihm gemacht. War auf jeden Fall sehr spannend. Könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und heute gibt es die nächste Challenge. Und zwar kriegen wir gleich Informationen zu einem Fußballer gesagt. 5 Stück maximal. Und wir müssen dann auf dem Weg erraten, welcher Fußballer das ist. Also vielleicht weiß man es schon nach der ersten Info, vielleicht aber auch erst nach der vierten. Also kurz noch als Anmerkung, es sind Spieler dabei, die vielleicht auch gar nicht mehr spielen, aber auch noch Spieler, die aktiv sind. Also es könnte jeder sein. Okay. Ich bin geboren am 13. März 1973. Mein schneller Antritt in Verbindung mit meinem aggressiven Tackling im defensiven Mittelfeld brachte mir den Spitznamen Pitbull ein. Während meiner letzten Saison spielte ich für den FC Barne. Ich spielte für die niederländische Nationalmannschaft im linken sowie im zentral defensiven Mittelfeld. Mein Markenzeichen war meine orange gefärbte Brille, von die ich seit Edgar Davids. Ja. Ich war auch von Bommel irgendwie die ganze Zeit. Ja, von Bommel ist ich glaube, war gleich, oder? Ja. Nein, nein, das habt ihr schon gemacht. Ich will keine Mitleidspunkte hier. Ich bin Torwart. Ich bin 1,85 groß. Ich habe sowohl die Europameisterschaft als auch Casillas. Die... Casillas! Let's go. Oha, das ging schnell. Ah, das ist ein kleiner Mann. Ich war in meiner laufenden Karriere 23 Mal verletzt. Ich holte innerhalb von 12 Jahren 6 Mal die Meisterschaft mit 3 verschiedenen Vereinen. Ich bin in der Saison 2018-2019 in eine andere europäische Liga gewechselt. Ich habe 4 Kinder und mein ältester Sohn trägt meinen Namen. Ich war 5-mal Weltfußballer des Jahres. Cristiano Ronaldo. Was, er war wie oft verletzt? 23 Mal. Was? Darunter auch Schnupfen. Gefühlt. Ah. Ich würde sagen, mehrfach. Gefühlt kein einziges Mal. Ja. Ich habe 1-mal die Champions League gewonnen. Mein Vater spricht unter anderem Deutsch. Mein 2. Name ist Ramses. Ich spiele bei einem Top-Club in der Premier League. Ich wurde von der FIFA zum Welttorhüter des Jahres 2019 gewählt. Ja. Alisson. Alisson. Alisson Becker. Ja, das musst du, das musst du wissen. Ich habe euch eine Chance gegeben, Jungs. Ich bin am 4. Januar 1990 geboren. Ich erzielte einen Treffer beim historischen WM-Halbfinale Deutschland-Brasilien. Ich gewann als einziger deutscher Spieler 4-mal die UEFA Champions League. Ich bin der einzige Deutsche, der die Champions League mit verschiedenen Vereinen gewann. Ich spiele seit 2014 bei Real Madrid. Toni Kroos. Ah, das war schneller. Er war echt schneller. 3-1. Wir müssen aufholen. Was ist los, Stefan? Ich bin am 10. Mai 1982 geboren. Ich bin Stürmer und schoss in der aktuellen Saison 10 Tore. Ich wiege über 100 Kilo. Akin Fenber. Let's go, stark. Mein Vorbild ist Jürgen Klopp. Hast du das gesagt? Krass, cool. Ich war offensiver Mittelfeldspieler. Mein richtiger Name ist Ricardo Itzeson dos Santos Leite. Ich spielte in der brasilianischen Nationalmannschaft neben Rivaldo, Ronaldinho und Ronaldo. Ich wurde 2007 Weltfußballer des Jahres. Kaka. Schneller? Ja, das ist eindeutig gleichzeitig. Ja, das würde ich auch sagen, mal gleichzeitig. Ja. Ich sah 14 Mal die rote Karte, darunter 2-mal für meinen... Ramos. Einfach. Auch mein erster Gedanke. Darunter 2-mal für meine Nationalmannschaft. Pepe. Ich erzielte in meiner Karriere nur einen Hattrick und das ausgerechnet in meiner letzten Saison. Ich habe sowohl als Spieler als auch Trainer mit demselben Verein die Meisterschaft und die Champions League gewonnen. Ich wurde 3-mal zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt. Zidane! Let's go, wir sind back. Ja. Ich wurde 2014 Weltmeister. Mein 2. Vorname ist Julian... Brandt. Nee, das macht den Sinn. Bei dem Videospiel FIFA 12 war ich gemeinsam mit Lukas Podolski auf dem deutschen Cover. Schweinsteiger. Ja, schon einig. Nein. Ich wurde mit Dortmund 2-mal deutscher Meister. Hummels. Nice. Wie steht's? Ausgleich, glaube ich. Ich glaube, Ausgleich. Ich bin 1,82 groß. Ich habe in 260 Bundesligaspielen 133 Tore erzielt. Ich nahm an keiner Weltmeisterschaft teil.
Ich bin am 23. Juli 1972 in Londrina, Brasilien geboren. Ich wurde 2003 beim FC Bayern Torschützenkönig. Giovanni Elber. Ach, genau. Oh. Okay, jetzt können wir noch ausgleichen. Ja, ich glaube schon. Ich erzielte in der laufenden Saison bereits 12 Bundesliga-Tore. Meine Karriere begann in Aachen bei Alemannia Mariadorf. Ich bin der bisher jüngste Spieler, der mindestens 100 Mal in der Bundesliga auflief. 2018 debütierte ich in der deutschen Nationalmannschaft. Ich stehe momentan bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Havertz? Jawohl. Uff. Oh mein Gott. Haben wir Ausgleich? Haben wir noch einen? Nee. Warte, komm, hau mal jetzt hier einen raus. Freestyle. Komm, überleg dir was. Ich hab noch einen. Freestyle. Jetzt kommt der Freestyle. Ich bin gespannt. Mein Jugendverein ist der SV Glatten. Jürgen Klopp. Das war der Freestyle. Ah, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ja, Heimspiel. Ja, alles gut. Dass ihr das nicht wusstet, ehrlich. Ja. SV Glatten, noch nie gehört. Ne? Ja. Wo ist das? Im Schwarzwald. Da begann die große Karriere. Ja, super. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Video. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Gerne. War eine geile Sache. Und ja. Lasst einen Daumen nach oben, checkt das andere Video auch aus. Danke, dass wir hier sein durften. Wir verabschieden uns und ciao. Ciao.